Freunde, was geht ab? Wir haben hier die erste Vorfreudetour für euch. Und zwar haben wir hier etwas kleinere Artikel, aber trotzdem denke ich mal, werden wir damit viel Spaß haben. Wir haben nochmal eine Zentipede von Brückhoff. Wir haben Blitzis, Bombenrohr, Pech und Schwefel von Büroland, Titanschlagblau, eine Knallkette, die darf nicht fehlen bei mir. Ein paar Pyroquacker, Funke D, wir haben noch ein paar Rölis, die Crossfire-Krosetten, die Jorge Fox, wir haben die Wolf von Leslie und von ABA ein Devil Scream. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns die ganzen Artikel mal draußen an. Ach, jo, den habe ich vergessen. Ein kleiner Knetterton von Zena. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal raus zur Vorfreudetour und viel Spaß bei dem Video. So Freunde, wir fangen an mit der ersten Vorfreudetour und da würde ich mal sagen, wir starten mit den kleinsten und arbeiten uns hoch bis zum größten. So, wir fangen, wie gesagt, mit den Pyroquackern an. Vom Panda. Naja, sehen ganz gut aus eigentlich für Quäckerchens. Puff. Eigentlich für den Quäcker ganz gut. Puff. Übrigens die aus dem Schinken. Ich habe nämlich dieses Jahr viele Schinken geholt. Was für Schinken? Hier ist keine 5 Schuhe drin. So, die letzten zwei noch. Aber gut. So, dann machen wir weiter mit der altbekannten Knallkette. Was hast du gesagt? So. So sieht's Kettchen aus. Ja, ganz schön windig. Ja, war ganz schön windig gerade, aber für eine 1 Euro Knallkette ging es eigentlich. So, dann machen wir weiter mit dem Titanschlag Blau von Funke. 3 Gramm NEM übrigens. Ja, das war schon ein bisschen lauter. Die sind gut. Gibt's die eigentlich noch? Keine Ahnung. Der F2 ist sehr laut, muss man sagen. Schöner blauer Vorbrenner und Titanfunken. So, wir machen weiter mit der größeren Böller-Kategorie. D-Böller ist im F2 noch. Das müsste eigentlich noch die Charge von 2016 sein. Also doch schon etwas älter von Funke. Und schauen wir mal, wie die damals so waren. Wir haben jetzt 2021. Das sind schon 5 Jahre. So. Der hat jetzt aber nicht so geschnipselt. Der auch nicht so wirklich. Dafür, dass es noch F2 ist, ich würde mal sagen, die haben die 120 Dezibel. Der hat wenigstens noch mal geschnipselt. Und der letzte, was haben wir eigentlich für eine NEM? Eine NEM haben wir von 4,2 Gramm.
So, dann kommen wir jetzt noch zum Tausendfüßler oder Centipede von Bröckhoff. Müsste eigentlich die gute Charge sein. Schauen wir mal. Und wenn man bedenkt, dass das eigentlich bloß Pyro-Cracker waren, muss man sagen, die Kette ist sehr gut. So Freunde, wir starten mit der ersten Vorfreude-Tour im Dunkeln. Wir haben hier alles drin, was zur Tour gehört. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach die Artikel durch. Ich sag vorher nochmal, was es ist, weil wir haben kein Licht mit außer Handy. So, wir starten hier mit die Crackling-Rollies. Am besten nehmen wir mal noch ein Stück vor. Was ist mit den Dingern los, Dieter? Irgendwie ist das alles unscharf, weil kein Licht da ist. Scheiße. Alles unscharf. Ja. Gut, erste Rudi war ver. Nee, weil ich kein Licht habe zum Fokussieren. Wir hatten. Schön festhalten. Ah, dadurch, dass der so unregelmäßig schießt, wird das hier bestimmt nicht mit dem Fokus. Das ist wie bei Harry Potter. Verbindet auch jeder damit, wa? Ja. Naja, jetzt ein bisschen schärfer wenigstens. Fällt mir gerade nicht, ich könnte ja mal auch einen Autofokus machen. Ausmachen eigentlich. Ja, also am Tag haben die mir irgendwie besser gefallen, aber ich mache mal einen Autofokus aus. Eine Boosterblume. So, wir machen weiter. Wir machen weiter mit den Knettertonnen. Denke ich mal, mach ich mal. Das tun wir mal in die Lampe auf. Oh, Knetterton. Knetterton? Na, jetzt ist es spät, Knetterton. Oh, ich habe einen Regentropfen abgekriegt, das ist nicht gut. Knetterton. Ja, Freunde, die Dinger sind immer wieder top. Perfekt, um Nachbar zu ärgern.
So, schauen wir mal, was wir weitermachen können. So, wir machen weiter mit den Pech und Schwefel, danach dem Blitzi-Bombenrohr. Und dann machen wir mal hier so einen Devil Scream-Feuertopf. Also, bevor es jetzt richtig anfängt zu regnen. So, Blitzi-Bombenrohr. Machen wir gleich mal weiter mit dem Pyroland. Ja, schöne Teile. So, jetzt machen wir wie gesagt den Devil Scream. Ja, das war ein Teufel. Dann machen wir mal weiter. Wo kommt denn die hier her? Die hat der Kobold hierin gepackt. Wollen wir die jetzt zünden? Ich glaube, die zünden wir jetzt. Schoko 1. Die war ja nicht dabei. Immer dieses Laufen. Nee, alles gut. So. Ja, endlich. Hat ja lange gedauert. Schönes Ei. Das ist ein bisschen scheiße und hier ist alles voll hoch. Wir machen weiter mit der Wolf, die 8-Schuss-Batterie. Kann sein, dass die umkippt, weil die so komisch ist. Jo. Eine schöne kleine Batterie. Als nächstes machen wir dann die Xplode Crosette oder Crossfire. Genau, Crossfire war sie, die Crosetten. Ding. So, und zum Schluss als Finale haben wir noch den Jorge Fox, ähnlich wie der Cassiopeia. Und ja, wollen wir sagen, zünden wir mal an. Ja, Freunde, war noch mal eine schöne kleine bunte. Also ich hoffe, euch hat die erste Tour gefallen und wir sehen uns dann bis zur nächsten Tour. Macht's gut und hört rein. Ja.